Okay, ja. Hattet da gerade eine relativ lange Schriftlese, das hatte einen Sinn, weil der Abschnitt, über den ich heute Morgen sprechen will, der ist nicht verständlich ohne das, was ihr gerade gehört habt. Und weil ich jetzt nicht weiß, wie viel davon hängen geblieben ist, lasst mich diese ersten 11 Verse aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes nochmal kurz zusammenfassen. Paulus fängt damit an, dass er sagt, es gibt keine Verurteilung für die, die eine Beziehung mit Jesus haben. Weil die Sünde keinen Anspruch mehr auf sie hat. Das ist es, was er beschreibt mit Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt keine Verurteilung mehr, weil wir durch den Heiligen Geist befreit sind. Das Gesetz des Geistes. Das bedeutet, dem Gesetz der Sünde, das eigentlich einen Anspruch an uns hätte, weil wir losgelöst von Gott leben, dem Gesetz ist Genüge getan. Diesen Anschluss, Anspruch hat Jesus bezahlt. Und deshalb sagt Paulus, es ist jetzt auch möglich, dass wir ein neues Leben nach Gottes Maßstäben führen. Das heißt nicht, dass wir plötzlich das Gesetz erfüllen können. Das heißt nicht, dass wir uns plötzlich unser Heil erarbeiten könnten oder müssten. Sondern es geht darum, dass wir jetzt Gottes Willen tun können, weil er mit dem Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Und dadurch, dass wir eben jetzt, wenn wir mit Jesus leben, vom Geist Gottes bestimmt werden und nicht mehr von unserer menschlichen Natur. Das ist das, was, wenn ihr eine ältere Bibelübersetzung habt, was da übersetzt ist mit Fleisch. Und darum geht es bei diesem Begriff, dass es eigentlich unsere Natur ist, das, was uns ausmacht, das, was uns handeln lässt. Und jetzt sagt Paulus, dass aus dieser menschlichen Natur, die uns normalerweise beherrscht, ohne die Beziehung zu Christus, eben eine Beziehung mit Gott nicht möglich ist. Und dann sagt er, aber ihr als Christen steht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Und er sagt, ich gehe da mal von aus, dass ihr den Heiligen Geist habt, denn wer den Heiligen Geist nicht hat, der hat keine Beziehung zu Jesus. Das heißt, der Heilige Geist und die Beziehung zu Jesus gehören untrennbar zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Beziehung mit Jesus eingehe, wo ich Jesus mein Leben gebe, bekomme ich den Heiligen Geist. Und dann ist er da, weil ohne den hat es keine Lebensübergabe gegeben. Und daraus folgt dann, nach Paulus, unsere leibliche Auferstehung. Also die Tatsache, dass wir nach unserem körperlichen Sterben auferstehen werden. Und es ist für ihn so diese letzte vollkommene Überwindung der menschlichen Natur, des Fleisches. Weil er sagt, wir sind noch im Tod verhaftet durch unsere menschliche Natur, die noch da ist. Die uns nicht mehr beherrschen muss, die aber noch da ist. Und unsere Auferweckung ist dann quasi diese letzte vollkommene Überwindung dieser menschlichen Natur. Und genau da setzt jetzt der Predigttext für heute Morgen ein, nämlich Römer 8, die Verse 12 bis 17. Römer 8, 12 bis 17. All das, also das, was ich gerade beschrieben habe, was in den Versen 1 bis 11 steht, all das, liebe Geschwister, verpflichtet uns. Aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wer in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen, wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings,
dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Also, was hat Gott getan? Gott hat an Jesus die Strafe vollzogen, die unsere menschliche Natur verdient hat. Er hat Jesus den Tod sterben lassen, den wir eigentlich sterben müssten. Und er gibt uns den Heiligen Geist und ermöglicht uns so ein neues Leben. Und das, sagt Paulus, verpflichtet uns. Es verpflichtet uns nicht unserer alten Natur gegenüber. Es verpflichtet uns nicht dem gegenüber, was war, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Weil es eben einen Herrschaftswechsel gab. Weil der Anspruch, den dein altes Leben an dich hat, weil der weg ist. Weil du eben nicht mehr unter der Herrschaft dessen der Tatsache stehst, dass du mal ein Feind Gottes warst, sondern du stehst jetzt unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Und das heißt, dieses Alte, dieses Feind Gottes sein, dieses nicht in Gottes Willen leben können, hat keinen Anspruch mehr auf dich. Das Alte hat keinen Anspruch mehr auf dich. Wenn ich jetzt jemandem mein Auto verkaufen würde, dann ist das der Person. Ich kriege das Geld, es gehört dann der Person und ich habe keinen Anspruch mehr auf dieses Auto. Und genauso ist das im Grunde. Jesus hat uns losgekauft aus diesem Anspruch, den die Sünde eigentlich an uns hat. Er hat den Preis bezahlt und hat uns zu sich geholt. Und die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf uns. Das bedeutet, dass das Alte keinen Anspruch mehr auf dich hat. Bedeutet auch, dass deine alten Fehler dich nicht mehr bestimmen müssen. Dass du nicht mehr gefangen bist in den Dingen, die du früher getan hast. Weil Jesus am Kreuz bezahlt hat und jeder, aber auch wirklich jeder Anspruch weg ist. Und das ist großartig. Das ist unfassbar großartig. Aber damit hört es ja nicht auf. Also es ist ja nicht so, wir bekehren uns zu Jesus und dann macht es Klick und wir sind im Himmel. Dann sitzen die meisten von uns heute Morgen nicht hier. Wir leben ja immer noch. Und wir merken auch, dass das Fleisch zwar quasi überwunden ist, wir merken, dass wir eigentlich unter der Herrschaft des Heiligen Geistes stehen, wir merken aber auch, dass es nicht immer so ganz funktioniert. Wir merken, dass wir nach wie vor unter der Versuchung stehen, uns von unserer menschlichen Natur bestimmen zu lassen. Und was ist das? Wie sieht das aus, wenn wir uns von dieser menschlichen Natur bestimmen lassen? Dann ist das in erster Linie ein selbstsüchtiges Leben. Dann ist das ein Leben, wo es um mich geht. Wo ich für mich selber kämpfe, wo ich versuche, mir selber das Beste irgendwie herbeizuschaffen und die anderen rundherum mir relativ egal sind. Wo es mir erstmal um mich geht. Hauptsache, ich habe meine Schäfchen im Trockenen. Hauptsache, für mich funktioniert das. Und die Sache ist, das ist immer losgelöst von Gott. Weil ich versuche, mir meinen Egoismus dann zu erarbeiten, dass ich versorgt bin, dass ich meine Anerkennung bekomme, dass es alles irgendwie passt. Aber das sind alles Dinge, die Gott uns eigentlich gibt. Und wenn wir die versuchen, uns mit einem egoistischen Lebensstil und die selber zu erarbeiten, dann ist das immer losgelöst von Gott. Und Paulus sagt, das ist keine Alternative für einen Nachfolger Jesu. Er sagt, es passt nicht. Davon sind wir doch eigentlich erlöst. Gott hat doch alles dafür getan, damit wir nicht mehr so leben müssen. Damit wir nicht mehr versuchen müssen, das Beste für uns rauszuholen, weil Gott das Beste für uns getan hat. Damit wir nicht mehr versuchen müssen, irgendwie unsere Schäfchen ins Trockene zu bringen, weil wir wissen, Gott versorgt uns. Damit wir nicht mehr so leben müssen, dass wir uns und andere und die Beziehungen, die wir haben, kaputt machen.
Jetzt geht es allerdings nicht darum, dass wir uns selber in den Zustand bringen müssen, in dem wir diesen egoistischen Trieben nicht mehr folgen. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du jetzt so dieses Bild vor Augen, okay, da ist dieser Berg und oben auf dem Berg am Gipfelkreuz, da folge ich dann meinen egoistischen Trieben nicht mehr und ich muss jetzt irgendwie versuchen, diesen Berg hochzuklettern. Das ist es nicht. Wir müssen uns nicht selber in einen Zustand bringen, in dem wir diesen egoistischen Impulsen nicht mehr folgen. Wir müssen nicht selber auf diesen Berg hoch. Weil dieser Zustand, in dem wir unseren egoistischen Gefühlen nicht mehr folgen, ist ein Zustand, den Jesus schon lange geschaffen hat. Das ist ein Zustand, den er am Kreuz geschaffen hat. Und das ist ein Zustand, in dem wir in dem Moment reingestellt werden, wo wir unser Leben Jesus übergeben und dem Heiligen Geist bekommen. Und Paulus sagt ja in Kapitel 8, Vers 5, dass wir unter der Herrschaft des Geistes stehen. Er sagt ja den Römern nicht, versucht euch unter die Herrschaft des Geistes zu stellen, versucht da reinzukommen, sondern er sagt, das ist ein Zustand, den ihr habt. Versucht nicht diesen Zustand herzustellen, sondern lebt in diesem Zustand, lebt in dieser Realität, dass ihr beherrscht werdet vom Heiligen Geist. Und in dieser Realität zu leben, bedeutet dann eben alte Verhaltensweisen zu töten. Und jetzt mal ehrlich, Leute, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann haben wir alle in unserem Leben noch Dinge, wo wir eigentlich genau wissen, okay, das ist nicht wirklich Gottes Wille. Also bei mir ist das so. Und es geht darum, die Dinge in unserem Leben loszuwerden und unter die Füße zu bekommen, die eben nicht zu Gottes Willen passen, die dagegen sind. Und nicht, also Paulus sagt hier nicht, Leute, kriegt diese Dinge unter die Füße, tötet diese alten Verhaltensweisen, weil Gott ein Spielverderber wäre. Er sagt das nicht, weil Gott dir Dinge nicht gönnt. Er sagt das nicht, weil Gott nicht will, dass du deinen Spaß hast. Sondern, weil die Dinge in unserem Leben, die gegen Gottes Willen laufen, unterm Strich immer Dinge sind, die unsere Beziehung und die andere kaputt machen. Jetzt mal angenommen, da ist ein Mensch, der ist extrem jähzornig und rastet ständig aus. Mal so als Beispiel. Das macht auf Dauer ihn selber kaputt, nicht vernünftig mit Menschen umgehen zu können. Das macht die Beziehung kaputt, in denen er lebt, wo er dann jähzornig reagiert, wo diese Beziehungen dann dadurch kaputt gehen. Wo ganze Ehen durch kaputt gehen. Und, na klar, die Leute um ihn herum, die bekommen das mit und die leiden darunter. Das ist ein Beispiel. Das würde sich jetzt für ganz, ganz viele Sachen durchbuchstabieren lassen. Und Gott will das nicht für Gott will das nicht für uns, dass wir in Dingen leben, die uns kaputt machen und die andere kaputt machen. Und deshalb geht es darum, diese Dinge loszuwerden, weil es gut für uns ist. Weil, wie wir das eben in der Textlese gehört haben, das Freude und Leben bringt. Ja, also das ist, es gibt ja ganz viele Leute, die haben von Christian so dieses Bild, dass, okay, da ist ganz, ganz viel, was ich nicht darf und ich darf das halt nicht. Nee, beim Christsein geht es darum, du musst nicht mehr. Du musst nicht mehr, weil Jesus die Möglichkeit geschaffen hat. Du musst dich nicht mehr kaputt machen. Darum geht es. Und das bringt Freude und das bringt Leben. Und das ist wesentlich mehr, als wir vielleicht loslassen, wenn wir Dinge dann tatsächlich aus unserem Leben, in unserem Leben umbringen. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, da gibt es bei mir noch ganz schön viel in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob das so passt. Stehe ich wirklich unter der Herrschaft des Heiligen Geistes, weil da ist so viel in meinem Leben, was gegen Gottes Willen läuft,
Und dann sage ich dir herzlich willkommen im Club. Und dann guck dir mal deine Nachbarn an, die Leute, die hinter dir und vor dir sitzen und den Typ, der gerade hier vorne steht. Und dann wirst du feststellen, bei denen ist es nicht anders. Jetzt die Frage, wie geht man damit um? Und da ist wichtig der allererste Vers in diesem 8. Kapitel. Die Überschrift, die Paulus über dieses Ganze stellt, es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Und am Ende von Kapitel 8 führt er das weiter aus, indem er sagt, und es gibt nichts, keine Macht in dieser Welt, außerhalb dieser Welt, die uns aus Gottes Liebe rausholen kann. Das heißt, schon allein die Tatsache, dass dir klar ist, dass in deinem Leben Dinge sind, die für Gott nicht in Ordnung sind, ist ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in dir am Wirken ist. Dass es Dinge in deinem Leben gibt, wo du sagst, die will ich eigentlich loswerden, weil ich weiß, dass sie nicht gut für mich sind, ist ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Und dieses Töten dieser alten Verhaltensweisen, das ist keine Sache, die einmal passiert. Das ist nicht wie Elia, der auf dem Karmel die Baalspriester umhält und die sind dann nicht mehr da, sondern das ist ein ganz, ganz langer und teilweise ein ganz, ganz schwieriger Prozess mit diesem Verhaltensweisen. Manchmal geht das schnell, aber manchmal kann das auch ein ganz, ganz langer Prozess sein. Und wenn du mit Jesus, genau, es ist ein Prozess und es ist eine tägliche Sache. Und das Tolle ist, wir müssen das nicht aus eigener Kraft machen, wir können das nicht aus eigener Kraft machen, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt ist aber die Sache, wir müssen das zulassen. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du das erleben, dass Jesus dir Dinge in deinem Leben zeigt, die nicht in Ordnung sind. Dass der Heilige Geist dir Dinge aufs Herz legt, die nicht in Ordnung sind in deinem Leben. Dinge, die nicht gut für dich sind. Und dann beginnt ein Zusammenspiel zwischen dem Heiligen Geist und dir. Dann beginnt ein Tanz, an dem zwei Personen beteiligt sind, kann man sagen. Und die Sache ist, der Heilige Geist will dir zeigen, welche Schritte notwendig sind von deiner Seite, um Dinge tatsächlich beerdigen zu können. Aber du musst diese Schritte gehen. Und er wird dir die Kraft dazu geben. Und wie gesagt, es kann ein langer Prozess sein. Und jetzt, ich habe lange überlegt, ob ich es mache oder nicht, aber ich plaudere jetzt doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es gibt so eine Sache in meinem Leben, die hat mich zweimal massiv an meiner Berufung zweifeln lassen, weil ich es nicht unter die Füße gekriegt habe, weil ich das Gefühl hatte, dass, das geht jetzt schon so lange, das geht jetzt schon so weit. Irgendwann muss Gott doch mal sagen, weißt was, es ist gut. Es gab immer wieder Momente, wo das hochgekommen ist, wo das mit persönlichen Zusammenbrüchen über dieses Thema gekennzeichnet war. Und dieses Thema, das mich in meinem Leben begleitet seit meinem 16., 17. Lebensjahr, ist das Thema Pornografie. Und das ist für mich so ein persönliches Ding, wo ich immer wieder versucht habe, das irgendwie zu töten tatsächlich, wo ich ganz oft versucht habe, das aus eigener Kraft zu machen, wo ich ganz oft versucht habe, das zu einem Zeitpunkt zu machen, wo das vielleicht gar nicht dran war. Und dann hatte ich im Studium eines Abends, wir hatten einen Lobpreisabend und ich ging nach dem Lobpreisabend auf mein Zimmer und dachte so, ey,
ich breche jetzt sofort mein Studium ab, ich höre sofort auf hier, weil mit dem Klotz am Bein, mit dem Wissen in meinem Leben bin ich definitiv nicht geeignet zum Pastor. Und Gott sprach auf ganz interessante Art und Weise in diese Situation rein. Ich hatte so das Gefühl, ich sollte mal wieder in meine Bibel reingucken. Es geht dann meistens irgendwie so einher, irgendwie Hochphasen bei den Problemen und irgendwie dann länger nicht in der Bibel gewesen. Und also das Gefühl, schlag mal deine Bibel auf. Und hatte ich bis dato noch nie gemacht, die mal einfach mal aufschlagen. Dann habe ich gesagt, okay, ich schlage die jetzt mal auf und ich fange dann in dem Buch, wo ich bin, vorne an zu lesen. Das war so der Eindruck, den ich hatte. Und dann schlage ich die Bibel auf und dann war ich im Buch Jeremia. Und da ist ganz am Anfang die Berufungsgeschichte von Jeremia. Und Gott beruft Jeremia zum Propheten und Jeremia sagt, Gott, nee, ich kann das nicht, ich bin zu jung, das ist nicht meins. Und Gott sagt, hey, wenn ich sage, du sollst das machen, dann sagst du nicht, du bist zu jung. Okay, dann war die Sache erstmal vom Tisch, dann kam es nochmal wieder, als ich, also das Thema ging immer mit, ja. Und dann kamen die Sachen nochmal hoch mit einem Zusammenbruch bei mir, mit einem Zweifel an meiner Berufung. Als ich in Darmstadt war, das war kurz bevor ich nach Australien gegangen bin. Und dann kam das Thema nochmal hoch. Da waren Melissa und ich, da waren wir noch verlobt. Da kam das Thema nochmal hoch und hat ziemlich viel Wirbel gesorgt und hat ziemlich viel gemacht in dem Moment. Und jetzt war die Sache, ich habe so in diesem Prozess festgestellt, dass ich eigentlich irgendwann relativ genau wusste, welche Situationen ich eigentlich meiden muss. Dass ich irgendwann genau wusste, in was für einem Umfeld, in was für einer Situation ich tatsächlich ganz stark die Versuchung habe, auf die falschen Internetseiten zu gehen oder die falschen Fernsehprogramme einzuschalten. Das hatte ich irgendwann ziemlich genau raus. Das heißt, eigentlich wusste ich genau, welche Situationen ich meiden muss. Ich wusste genau, welche Schritte ich gehen muss. Und dann habe ich lange Zeit was gemacht, wo ich dann festgestellt habe, ich habe es aus eigener Kraft probiert. Ich kannte diese Schritte, das fand ich auch gut. Und ich habe versucht, mich an diese Schritte zu halten und es irgendwie unter die Füße zu kriegen, aber es hat nicht funktioniert. Und jedes Mal wieder gefallen. So, und seit dem letzten Mal, seit Melissa plötzlich mit drin war, und ich gemerkt habe, wie unfassbar dieses Thema Melissa verletzt, da hat sich was geändert. Weil da hatte ich nämlich, da war mein Zusammenbruch dann endlich so tief, dass ich gedacht habe, okay Jesus, ich kann es nicht ohne dich. Egal was ich versuche, egal welche Strategien ich versuche aufzubringen, ich kann es nicht ohne dich. Es funktioniert nicht. Vom Kopf her wusste ich das vorher schon, aber das war der Moment, wo ich tatsächlich im Herzen auch wusste. Und da hat was angefangen. Also als ich wirklich vollkommen am Boden war und dachte, ich kann nicht mehr, ich habe nichts mehr. Setze wegen so einem Scheiß, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, meine Verlobung aufs Spiel, meine Ehe aufs Spiel. Schluss, ich kann es nicht mehr, es geht nicht mehr. Und ich kriege es selber nicht hin. Und dann war ich tatsächlich so tief, dass da der Punkt war, wo der Heilige Geist sagte, hervorragend, jetzt können wir endlich arbeiten. Weil da der Punkt war, wo ich tatsächlich endlich gemerkt hatte, ich kann es nicht aus mir selber. Es geht partout nicht. Und je mehr ich es selber versuche, desto mehr geht kaputt und schief. Und dann stellte Jesus mir eine ganz interessante Frage. Nämlich die Frage, ob ich das überhaupt loswerden will. Ob ich überhaupt bereit bin, das loszulassen. Und ich dachte, ja, natürlich, klar. Aber dann dachte ich weiter nach. Also beziehungsweise dann interessant waren dann die Gedanken, dann so der erste Gedanke war, ja natürlich, klar. Und dann die Gedanken, die im Nachgang kommen. Und sag mal, ist das echt so schlimm? Ist das jetzt wirklich so? Ja,
muss das jetzt unbedingt Hosometer? Und du tatsächlich diese beiden Naturen, die da sind, also die menschliche Natur und das, was der Geist eigentlich in uns reinlegt, wo du das Gefühl hast, tatsächlich so dieses klassische Bild der englischen Teufelchen auf der Schulter, wo du sagst, die zoffen sich gerade, was denn jetzt der Weg ist, den man gehen soll. Und dann war die ganz interessante Frage an mich tatsächlich gewesen, bist du bereit, das loszulassen? Und ich habe in dem Moment ganz ehrlich zu Gott gesagt, ich weiß es nicht, ob ich da wirklich bereit zu bin. Aber ich weiß, dass ich das will. Ich weiß, dass ich das loswerden will, auch wenn ich dadurch vielleicht auf bald nicht den einen oder anderen Entspannungsmoment oder sonst was verzichten muss. Das ist doch vollkommen egal. Ich will das loswerden, weil ich merke, dass es mich selber und dass es meine Beziehungen kaputt macht. Und dann fing Jesus an, mir Schritte zu zeigen, die ich gehen soll. Es waren im Grunde die gleichen, die ich vorher schon wusste. Also meide diese Situation, sei einfach wachsam, wenn du hinten gegen bist, wenn du total gestresst bist und dann noch Müdigkeit reinkommt. Das sind so die Punkte, wo ich dann wachsam sein muss. Und dann habe ich eins gelernt. Und das habe ich vorher im Grunde nie praktiziert. Wenn ich dann merke, dass die Versuchung an die Tür klopft, dann fange ich endlich an zu beten. Dann fange ich endlich an zu beten und Jesus um die Kraft zu bitten, dass ich die Tür jetzt zulasse, dass ich die nicht aufmache, auch wenn es gerade total reizvoll ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Thema in meinem Leben vollkommen vorbei ist. Ich weiß es nicht. Ich merke, die Versuchung ist nach wie vor noch da. Auch wenn es sich definitiv gebessert hat. Und das jetzt auch über einen ganzen Zeitraum tatsächlich gut ist. Man merkt, die Versuchung ist noch da. Und ich weiß nicht, ob die jemals weggehen wird. Und das ist ein langer Prozess. Und es geht bei diesen Dingen in unserem Leben. Ich weiß nicht, was dein großes Thema ist. Ich weiß auch nicht, was deine kleinen Themen sind. Ich könnte auch ganz viele kleine Themen nennen, ja. Aber dann sehen wir morgen noch hier. Die Sache ist, sind wir bereit, Dinge loszulassen? Tatsächlich loszulassen? Sind wir bereit, die Schritte zu gehen, die der Heilige Geist uns zeigt? Auch wenn die vielleicht unangenehm sind. Wenn ich da eigentlich keinen Spaß drauf habe. Wenn der Heilige Geist mir sagt, such dir doch mal eine Vertrauensperson, die dich einmal im Monat fragt, sag mal, wie sieht es denn aus? Habe ich eigentlich keinen Bock drauf? Ich frage, was mache ich dann? Sag ich, ja, okay, Heilige Geist ist gut, ich habe da keinen Bock drauf, aber das heißt ja nicht, dass es nicht gut für mich ist. Und dann sage ich dann, okay, ich lasse es. Diese Schritte zu gehen, die der Heilige Geist uns zeigt. Und dabei auch seine Kraft zu vertrauen und uns von ihm leiten zu lassen. Und wie großartig ist es, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und das mit diesem Leiten lassen, ist es eigentlich Leiten lassen vom Heiligen Geist? Ja. Habe ich mich so gefragt. Als ich die Predigt vorbereitet habe, sag mal, wie ist das eigentlich? Und ich glaube, man kann sich so das ein bisschen vorstellen, man sitzt im Auto, ist irgendwo unterwegs und man hat einen Beifahrer, der sich auskennt. So. Und jetzt kannst du, wenn dein Beifahrer dir sagt, ich kenne da eine Abkürzung, kannst du dann entweder sagen, okay, meine Erfahrung sagt mir jedes Mal, wenn jemand sagt, ich kenne deine Abkürzung, geht das schief? Oder du kannst sagen, okay, ich vertraue dir, du kennst dich hier aus. Der wird dir nicht ins Lenkrad greifen, dein Beifahrer, also hoffentlich nicht. Der wird nicht sagen, weißt du was, fahr rechts ran, ich fahre. Oder, naja, du bist halt erfahren. Du hast auch die Freiheit, einen Umweg zu fahren, oder dich vollkommen zu verfransen. Ja?
weil du lenkst das Auto. Und dein Neben dir sitzt da und will dir Tipps geben. Und es ist deine Wahl, ob du diese Tipps befolgst oder nicht. Und ich glaube, so ähnlich ist es eben auch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in deinem Leben drin. Aber der Heilige Geist übernimmt nicht die Kontrolle über dich. Der Heilige Geist fängt nicht plötzlich an, dich fernzusteuern oder sich an dein Lenkrad zu setzen. Sondern der Heilige Geist sitzt daneben und sagt, hey, da vorne bin ich rechtsabbiegen, wenn ich dumm werde. Macht Sinn. Und wir haben die Freiheit zu sagen, oh nee, ich fahre heute stark aus, die Straße sieht viel schöner aus. So ist der Heilige Geist. Er sagt dir, was gut ist. Und er gibt dir auch die Kraft, das Gute zu tun. Aber wir sind auch diejenigen, die es tun müssen. Weil er überschreibt unseren Willen nicht einfach. Und jetzt sagt Paulus, und jetzt ist die Frage, kann ich das überhaupt erleben oder brauche ich dafür ein gewisses geistliches Level? Muss ich dafür jetzt erstmal, keine Ahnung, ein Wochenende auf einer Pfingstkonferenz verbracht haben oder was, dass es überhaupt funktioniert? Jetzt sagt Paulus aber, nee Leute, die Leitung durch den Heiligen Geist ist ein Kennzeichen aller Christen. Und es ist ja auch logisch, weil anders können wir Jesus nicht nachfolgen. Und anders können wir auch gar nicht die Dinge aus unserem Leben rauskriegen, die nicht gut sind. Und er sagt ja in 8, Vers 9, dass wir den als Glaubende haben. Er sagt am Anfang von Kapitel 8, dass wir unter der Herrschaft des Geistes stehen. Das ist kein besonderer geistlicher Stand. Das ist nicht, wofür ich super heilig leben müsste, sondern das ist eine Realität, die Gott geschaffen hat und in die er dich reingesetzt hat, in dem Moment, wo du angefangen hast, Jesus nachzufolgen. Und ihn zu haben, den Heiligen Geist, bedeutet, ein Sohn bzw. eine Tochter Gottes zu sein. Wow. Denn der Heilige Geist ist kein Geist der Sklaverei, schreibt Paulus. Und ich glaube, dass wir ganz oft diese Angst haben, dass wenn wir den Heiligen Geist lassen, dass der uns dann, dass der uns nicht nur ins Lenkrad greift, sondern dass er uns fesselt, knebelt, uns in den Kofferraum schmeißt, den Kofferraum zuschließt und dann mit unserem Auto durch die Gegend fährt. Das ist so das, was ich im Blick auf den Heiligen Geist an Ängsten tatsächlich erlebt habe. Dass da eine ganz, ganz große Skepsis gegenüber dem Heiligen Geist da ist und gegenüber der Leitung durch den Heiligen Geist. Weil ganz viel Angst da ist, naja, dann muss ich machen, was ich nicht will. Und dann sieht man noch die Bilder von irgendwelchen Dingen, wo man nicht weiß, wie man die einordnen soll, Stichwort Toronto-Segen oder sowas, wo man sich fragt, okay, was geht da ab? Ist das wirklich der Geist? Und dann bekommt man Angst, dass vielleicht was passieren könnte, was ich nicht will, dass ich, weiß ich nicht, umfalle oder zucke oder was auch immer, dass ich anfange, in Zungen zu beten, obwohl ich das gar nicht will. Daraus kommt dann diese Skepsis. Aber Leute, dieses Machen müssen, was man nicht will, dieses zu was gezwungen werden, das ist ein Kennzeichen davon, ein Sklave zu sein. Und damit nicht ein Kennzeichen des Heiligen Geistes. Und was machen wir? Wir haben Angst davor, wir sehen Auswüchse und wir sagen, okay, die sind vielleicht nicht so. Und dann degradieren wir den Heiligen Geist in der Regel auf zwei Positionen, so habe ich das als Jugendlicher kennengelernt. Da hatte der Heilige Geist zwei Funktionen. Die eine war, der Heilige Geist hilft dir, die Bibel zu verstehen. Und die zweite war, der Heilige Geist ist dein Gewissen. Das waren die beiden Punkte. Das hatte der Heilige Geist zu tun und sonst auch bitte nicht. Und das sind beides wichtige Punkte. Also ich rede die ganze Zeit davon, dass der Heilige Geist uns auf Dinge hinweist in unserem Leben, die nicht richtig sind. Super wichtiger Punkt. Es ist super wichtiger Punkt, dass der Heilige Geist uns die Bibel aufschließt. Damit wir mitkriegen, was Gott uns durch das Wort sagen will. Total wichtig. Aber es ist eben nicht nur das. Es ist eben viel, viel mehr.
Er führt uns nicht in Sklaverei, sondern im Gegenteil, er holt uns aus der Sklaverei raus. Er holt uns aus der Sklaverei raus, gegen Gottes Willen handeln zu müssen. Er holt uns aus der Sklaverei raus, für uns selbst das Beste suchen zu müssen. Er holt uns aus der Sklaverei raus, für unsere Anerkennung kämpfen zu müssen und die bei Menschen suchen zu müssen. Der Geist Gottes hat dich von einem Feind Gottes zu einem Kind Gottes gemacht. Nicht zu einem Sklaven, nicht zu jemandem, der gezwungen wird, was zu tun, was er nicht will, sondern zu einem Kind, zu einem Freien. Und er arbeitet in dir daran, dass diese Kindschaft, die du hast, dieser Stand, den du hast, in deinem Leben mehr und mehr zum Ausdruck kommt. Er hat dich adoptiert. Das ist der Gedanke, der bei Paulus hier hinterspielt. Der Gedanke von der Adoption. Und was ist Adoption denn? Da wird jemand, der eigentlich keine Blutsverwandtschaft mit einer Familie hat, reingenommen und hat die vollen Rechte und Privilegien wie ein blutsverwandtes Familienmitglied. Das ist Adoption. Das steht für Paulus hier im Hintergrund. Du hast die gleichen Privilegien und Rechte, die ein leibliches Kind Gottes hätte. Du hast die gleichen Privilegien und Rechte wie Christus. Das macht der Heilige Geist. Dann lässt der Heilige Geist dich erkennen, wer Gott eigentlich ist, der dich in diese Kindschaft aufnimmt. Dann lässt er dich erkennen, dass Gott Abba ist. Nicht die schwäbische Popgruppe, sondern das hebräische Abba, Vater, Papa. Die Sprache, das vertraute Reden von einem Kind zu seinem Vater. Dann wird er dir damit zeigen, dass Gott in einer intimen Beziehung mit dir leben will. Wie der Papa mit seinem Kind. Und das bedeutet eben auch, dass Gott nicht irgendwo auf einer Wolke sitzt. Dass Gott nicht unendlich weit weg ist und sich das Ganze irgendwie anguckt und dann halt mal irgendwie regiert und vielleicht ein paar Strippen zieht. Sondern als Papa ist Gott unfassbar nah. Nur einen Schritt weg. Er ist erreichbar. Er ist ansprechbar und er will die Beziehung mit uns. Und dann sorgt der Heilige Geist sogar dafür, dass du eben im Endgericht keine Angst haben musst. Dass du keine Angst haben musst, kriege ich das hin, genug alte Verhaltensweisen zu töten. Sondern er sagt dir, dass du Gottes Kind bist. Dass du Gottes Wunschkind bist. Du bist nicht Gottes Kind, weil du so toll wärst. Das bist du nicht. Sondern du bist Gottes Kind, weil Gott dich erwählt hat. Du bist Gottes Kind, weil Gott will, dass er eine Beziehung mit dir lebt. Das ist der Grund. Du bist ein Wunschkind Gottes. Und das können wir von uns aus gar nicht erfassen. Mal ganz ehrlich, das ist mir zu hoch. Selbst wenn ich nicht bin, mit dem Heiligen Geist zu leben. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der allmächtige Gott, der dieses ganze Universum ins Dasein gerufen hat, nichts Besseres zu tun hat, als seinen Sohn für mich zu opfern. Als eine Lösung zu finden für den ganzen Mist, den ich baue. Damit ich als sein Kind eine Beziehung mit ihm leben darf. Das ist eigentlich zu hoch. Aber genau das bestätigt uns der Heilige Geist. Dass wenn wir mit Jesus leben, wenn wir in Christus sind, dass wir Kinder Gottes sind.
Das bestätigt der Heilige Geist uns. Und gleichzeitig ist er die Bestätigung dafür, dass es so ist. Das heißt, im Grunde sagt Gott dir nicht nur, du bist jetzt mein Kind. Gott sagt dir das nicht nur. Sondern Gott sagt dir, du bist mein Kind und hier hast du den Heiligen Geist. Damit es auch echt wahr ist. Das macht Gott. Er verbirgt sich mit dem Heiligen Geist für seine Kindschaft. Und dann ist das abgefahren. Ich habe ihm gesagt, die gleichen Rechte und Privilegien wie Christus. Und Paulus sagt, als Kind Gottes bist du sein Erbe und damit ein Miterbe Jesu. Das ist noch so ein Ding, was mir eigentlich zu hoch ist. Und eine Erbe ist ein Privileg, das du durch eine gewisse Stellung in der Familie bekommst. Ja. Das ist, weil du ein Kind bist, bekommst du Erbe. Und weil du Gottes Kind bist, bekommst du Anteil am himmlischen Erbe. Und ein Anteil ist schon der Heilige Geist. Und der Rest steht noch aus. Und dann ist ja die Frage, warum fängt Paulus dann jetzt, ist ja schön, hier hätte Paulus auch einen Punkt machen können, warum fängt er jetzt mit dem Leid an? Warum fängt er jetzt diese Sache mit dem Leid noch? Also was soll das denn jetzt? Die Frage ist doch, stellt Leid das eigentlich in Frage? Stellen eigentlich die Dinge in unserem Leben, die schieflaufen und die wehtun, das in Frage, dass wir Gottes Kinder sind? Stellen die in Frage, dass wir unter dem Gesetz des Heiligen Geistes leben? Stellen die in Frage, dass wir erlöst sind? Und Paulus sagt, nee. Paulus sagt, Leute, das ist genau umgekehrt. Leid ist ein Bestandteil von Nachfolge. Wenn du kein Leid in deinem Leben erlebst, das ist dann der Punkt, wo es komisch wird. Und ich weiß, das ist eine harte Aussage. Leid gehört dazu. Warum? Weil Jesus selber gelitten hat. Und weil Jesus durch sein Leid gewachsen ist. Weil Jesus in seinem Leid gehorsam war. Weil es die Regenzeiten sind, die uns wachsen lassen und nicht die Sonnentage. Jesus hat selber gelitten. Da ist es eine logische Konsequenz, dass wir als Nachfolger Jesu auch leiden. So blöd das ist. Aber dass Jesus selber gelitten hat, heißt eben auch, dass er unser Leid kennt. Das heißt, dass er in unserem Leid mit dabei ist. Und Paulus sagt, in eurem Leid steckt eine unfassbare Verheißung. Ja, ihr werdet leiden, solange ihr auf dieser Welt seid. Aber so, wie ihr mit Christus leiden werdet, so wie ihr mit Christus leidet, so werdet ihr auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. So wie wir leiden, so werden wir erhöht werden. Und natürlich ist es deshalb nicht toll, dass wir Leid in unserem Leben haben. Aber die Sache ist, es ist ja auch eine Frage der Perspektive. Wenn ich mir die Ewigkeit angucke, gegenüber, weil in den 70, 80, 90, ein ganz alt bis irgendwie 100 plus Jahren auf dieser Welt, und ich gucke mir die Ewigkeit im Vergleich dazu an, dann wäre das im Grunde, wie wenn ich hier eine Stecknadel hinstecken würde, und dann versucht die mal in Relation zu sehen zu diesem gesamten Raum oder zu diesem gesamten Haus oder zu dieser gesamten Stadt. Und dann ist Ewigkeit nochmal eine Nummer größer. Und die Perspektive, die wir haben als Erben, ist die Perspektive auf die Ewigkeit. Und dass wir mit Christus an seiner Herrlichkeit teilhaben, so wie wir mit ihm gelitten haben. Und dessen dürfen wir uns sicher sein.
weil wir den Heiligen Geist haben und weil er uns leiten will. Weil wir durch ihn Söhne und Töchter Gottes sind. Weil wir Miterben von Jesus sind. Und das alles eben in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.